bin gebürtiger Ulmer. Wie gesagt, bin seit 68 und ich bin Nahbader dabei. Und bin normalerweise Brauer und Mälzer. War früher bei der Münsterbrauerei, habe dann in der Altenpflege, noch in der häuslichen Pflege geschafft. Und nebenher war ich noch lange Jahre Zunftmeister und Vizezunftmeister nach dem Zunft Ulm. War früher in der großen Karnevalsgesellschaft, bin Vorsitzender vom Galgenbergverein, Mitglied in der FWG, war Sozialrichter bis vor 2 Wochen. Verschiedene andere Vereine auch noch. Dann fahre ich gern Auto und du gern reise, seit ich in Rente bin und meine Gesundheit es wieder zulässt, bin ich auch gern mal weg. Ich war früher mal als Pfadfinder unterwegs, beziehungsweise als Wölfling im Bund Deutscher Pfadfinder. Und damals war der Heinz Küngele von der Schapfamilie, war der Stammesführer. Und der ist ja an der Donau aufgewachsen. Und da hat er mit seinen Wölflingen, also mit uns, ein Themenboot gebaut. Und da sind wir 67 sind wir mit dem Themenboot runtergefahren. Und dann ist da mein damaliger Mentor, der hat gesagt, so ein gestandener Bub wie du, der kehrt nicht auf ein Themenboot, der muss Nahbaderfahrer werden, war der Max Vogelmann. Und seitdem bin ich auf dem Nahbad. Das hat gleich nach dem Nahbad angefangen, hat er mit mir trainiert und beim nächsten Nahbad war ich dann als Fahrer dabei. Das war jetzt ja, 50 Jahre her. Ich denke mal, dass es berauschend war. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr dabei. Allerdings war es damals noch ein bisschen anders. Vor 50 Jahren waren 90% der Zuschauer Ulmer und 10% Auswärtige. Jetzt dürfte es wahrscheinlich im umgekehrten Verhältnis sein. Persönlich freut es mich, wenn das Nahbad unfallfrei passiert. Weniger freut mich der Ostwind und zu wenig Wasser, weil bei Ostwind und wenig Wasser, dann fahren die Zillen eher bergauf oder stromauf wie stromab und wir müssen dann unsere Motorschiffe einsetzen, dass wir sie runterbringen. Also das ist nicht toll und das finde ich auch nicht gut. Direkt nach dem Nahbade, da wird dann Revue passiert, guckt, was nichts war, was man ändern kann, was neu dabei sind, erfasst die nochmal, guckt seinen Ordner nochmal durch, bringt ihn auf den neuesten Stand. Alles, was anders worden ist oder anders gelaufen ist, als es geplant war, wird nochmal aufgeschrieben und erfasst. Dann machen wir eine Abschlussbesprechung und eine Abschlussfeier im Rathaus. Und mit der Schachtel machen wir dann eine Abschlussfahrt und dann ist rum. Und dann machen die unsere Zillerfahrer und dann ein bisschen üben, die überhaupt die neuen, wo wir jetzt drin haben, als Stecherfahrer, wo die ausgebildet werden. Das läuft noch bis Oktober. Und im Oktober machen wir dann noch eine Abschlussfahrt, Zillenabtrieb nennt sich das. Und dann machen wir unten am Bootsschuppen noch eine Feier und dann ist das Jahr zu Ende. Und anfangen tut es dann wieder im April. Da gehen die ersten Anschreiben raus, wer macht wieder mit und wenn ja, wieso. Und dann kommt die Rückmeldung, dann werden die Rückmeldungen erfasst, werden wieder aufgeschrieben und so gehen dann insgesamt 6 Anschreiben raus. Kurios ist das war, wo ich mich erinnern kann, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, das Ulmer Theater mit der Südwestpresse im Clinch. Und die Südwestpresse hat damals immer mitgemacht und die hat immer so einen gefalteten Zeitungshut auf der Fähre gehabt. Und die hat wohl, der Intendant boykottiert oder andersrum. Auf jeden Fall wurde es im Vorfeld bekannt gegeben. Die Zillen wurden vorne angesägt, so bis zur Mitte durch. Wir mussten gucken, dass wir bis zum Schwal runtergekommen sind. Und aus der kleinen Donau ist dann ein Schnellboot rausgeschossen. Da stand dann Ulmer Theater drauf und dann haben wir das Boot torpediert und das ging dann unter. Das war so spektakulär, aber wie gesagt, das war inszeniert und wir mussten dann als Zillerfahrer spektakulär von Bord gehen. Schwörrede, Nahbade, unfallfreier Ausklang. Westwind oder kein Ostwind, fließendes Wasser und schön Wetter. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Weizen oder Bock? Weizen. Themenboot oder Schlauchboot? Themenboot. Hund oder Katze? Hund. Außenborder oder Muskelkraft? Muskelkraft. Ulmer Narrensprung oder Nahbader? Beides. Zille oder Schachtel? Zille. Sommer oder Winter? Sommer. Ulm oder Neu-Ulm? Ulm. Mein Sohn ist auch aktiv dabei und meine Frau, die sagt, mach ruhig,
Dann hat sie wahrscheinlich ein bisschen Ruhe. Das Wasser, Donau und Zille. Das hat man am meisten Fehler.